Ja, hallihallo und willkommen zum großen Finale im Trian-Event. Na, schauen wir mal rein. Ich habe noch ein bisschen Schlüssel gesammelt, weil ich ja die 2000er-Kiste haben will. Haben wollte unbedingt. Da habe ich jetzt glücklicherweise endlich mal geschafft. Kurz vor Ablauf, wie ihr seht. 2 Stunden 53 Minuten. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Wir holen uns mal erstmal die 400er-Kiste. Öffne 5 Truhen. Öffne 1 Truhe. Wir machen es natürlich spannend. Wir kommen natürlich gleich zum Wesentlichen, würde ich sagen. Jede Menge Zeugs. Eieiei. Wieder schöne, einzigartige Waffenrüstung. Sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Was nehmen wir denn noch mit? Noch mehr Rüstung, noch mehr Waffen. Damit ich meine Schränke mal wieder ein bisschen auffüllen kann. Ich habe ja ein bisschen was verbraten in letzter Zeit. Und auch ein paar von den Materialien, die wir brauchen, um eventuell noch was Kleines bauen zu können. Müssen wir mal gucken, was wir zusammenkriegen. So, jetzt habe ich noch 379. Die 21 hätte ich ja auch noch holen können, Mensch. Na, ist egal. Jetzt machen wir die 100er. Los geht's. Da ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel einzigartiges Zeug drin. Aber bestimmt auch was dabei, was wir gebrauchen können. Na, gucke mal. Noch eine schöne Elektrowaffe. Noch eine Eiswaffe. Sehr schön. Okay, immerhin. Aber ich hatte keinen Bock mehr, noch mehr Schlüssel zu suchen. Sonst hätte ich vielleicht noch mehr geholt. Aber so habe ich echt die Schnute voll davon. So, die nächste 100er. Nochmal eine Elektrowaffe. Diesmal leider keine Eiswaffe. Okay, ein Gegenstand weniger. Wie viel haben wir noch? 179? Okay, dann nehmen wir nochmal 100. Und ja, da sind auch nochmal Waffen dabei. Elektro. Okay, eine Nahkampfwaffe ist das zumindest mal. Fürs Fahrrad, ne? Was zum Schießen? Naja, gut. Und nochmal Wurfsterne, sehr schön. So, jetzt haben wir noch 79. Dann machen wir doch die 25er noch auf. Da wird jetzt nicht so viel passieren, habe ich die Befürchtung. Och Gott, das ist ja süß. Aber immerhin eine schöne Fernkampfwaffe. Ein Scharfschützengewehr. Weiter geht's. Wichtig ist ja die 2000er-Truhe. Da bin ich gespannt, was da drin ist. Noch ein Scharfschützengewehr. Sehr gut. Und einmal noch, und da müssten wir sie eigentlich haben, die 2000er. Schauen wir mal. Okay. Jupp. Nehmen wir mal. So, und jetzt können wir unsere Belohnung anfordern. Wer ballert denn hier? Ist mir gerade egal. Lass ihn ballern. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier kriegen. Das ist jetzt die Event-Endtruhe quasi. Und los geht's. Okay. Also mehr Klamotten, deutlich mehr Klamotten. Müssen wir gleich nochmal in die Inbox gucken. Auf jeden Fall eine krasse Feuerwaffe unten links. Was gibt's noch Schönes? Noch ein bisschen Material. Noch eine Hose. Okay. Gut, das war sie schon. Wir gehen mal zurück. Mehr können wir jetzt nicht machen. 4 Schlüssel sind übergeblieben. Ja gut, mein Gott. Das ist halt so. Und jetzt müssen wir mal in die Inbox gucken. Triaden-Drachenhelm. Ähm,
So, jetzt sind wir wieder da. Also, ein Triaden-Drachenhelm, 1483. Erhöht Heimlichkeitsschaden, okay. So, optische Extra können wir nehmen. Okay, das ist eine fürs Fahrrad. Das Basalt nehmen wir auf jeden Fall. Ein großer Rüstungswaffensatz oder Reparatursatz. Den brauchen wir, glaube ich, sogar, um die Werkbank aufzuleveln nachher später, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. So, Pfadfinder, nochmal robuster Reparatursatz. Optisches Extra. So, festliche Farbe müssen wir mitnehmen. Herstellungsmaterial. Paraffinwachs müssen wir auch mitnehmen. 100 Goldbahn nehmen wir sowieso. Grüne Laternen nehmen wir auch. Kupferbarren nehmen wir auch. Diese komischen Ritualkerzen. Pfadfinderhose, Sweatshirt, Schutzweste und Mütze. Da fehlen uns nur die Schuhe. Ja, leider. Okay, dann mal nochmal optisches. Mondkriegerhose. Triaden Drachenwesten. Da haben wir sogar zwei von jetzt. So, Elektrowaffe. Ja, ich glaube, die haben wir ein bisschen unser Waffenarsenal wieder aufgestockt jetzt. Nochmal Elektro. Ventores. Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir alles vorher schon hatten. Wichtig ist natürlich, dass wir hier Spurenleser, die Materialien rausnehmen, womit wir vielleicht noch was bauen können. Hier haben wir nochmal schön Eiswaffen, 2900 ungefähr, nochmal eine Elektro, auch 2900. Dann haben wir hier die Wurfwaffen, Triadenmarke. Okay. Jo, mehr Material haben wir gar nicht. Was war das hier noch? Verringert eingehenden Schaden. Ja, das war's schon. Das war's zum Trinken. Kein Herstellungsmaterial mehr dabei. Ja, da hat sich doch das lange Suchen aber doch gelohnt. Schon allein wegen der Waffen und der Rüstung, die ich jetzt wieder habe. Jo. Das war's. Und nun müssen wir nochmal gucken. Guck mal hier, das Ding können wir schon mal bauen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und zwar, was ist das? Die bösen Geister werden fliehen und die guten werden deine Hand im Kampf führen. Erhöht Wurfwaffenschaden. Mhm. Gut, den Teetisch hatten wir schon gebaut. Ja, hier fehlt uns leider. Hier fehlt uns leider auch. Hier haben wir noch was. Die Triade glaubt, dass dieses alte Symbol die Stärke und das Durchhaltevermögen von Kämpfern steigert. Erfordert Triaden-Ritualkerzen. Kerzen. Erhöht maximale Gesundheit. Ich hoffe, dass man diese Kerzen jetzt auch irgendwie dauerhaft bekommt. Weil so viele habe ich davon nicht. Aber ich baue das auch einfach mal. Und die Kiste. Eine große Mondkiste kann ich auch bauen. Das mache ich natürlich. Haben wir jetzt noch alles übrig für das Ding hier? Jawohl. Na komm, dann bauen wir das auch noch. Und dann müssen wir bald irgendwann mal was wieder rauslöschen hier, weil so viel Platz habe ich gar nicht in meiner Basis. So, da gucken wir uns gleich die optischen Extras noch an. Das kommt dahin. So. Und dann bauen wir das mal schnell. Gut, ja. Obwohl, so ein bisschen Platz habe ich ja noch. Was? Nur auf einem Boden. Na gut. Stellen wir den mal erstmal hier in die Ecke. Hier rum jetzt? Ach, gar nicht. Okay. Das will er so rum nicht. Na, ist egal. Wir stellen ihn erstmal hin. Ah, der kommt nach draußen. Sehr schön. Den stellen wir hier hin. Joa. Und eine große Truhe haben wir auch noch mit 45 Plätzen. Das ist natürlich immer willkommen. Was ich nochmal schnell gucken wollte, sind die optischen Extra. Da war ja auch einiges dabei, aber nichts Neues, wie mir scheint.
Dafür hat es dann doch noch nicht gereicht. Nö. Okay. Tja, das war eigentlich schon das Triaden-Event. Die Kiste stellen wir auch noch mal schnell hin. Na, komm ran hier. Ja, ansonsten hatte ich keine Belohnungskisten weiter. Kann man die einfach so bauen? Ja. Perfekt, direkt an der Tür. Ist jetzt natürlich blöd. Dann machen wir doch hier noch einen Boden hin. Da geht es nicht. Dann machen wir es da hin. Jawohl, nur wieder ein bisschen mehr Stauraum noch. Ja, viel mehr können wir jetzt nicht machen. Das wollte ich euch noch nicht vorenthalten, was es für Belohnungen gibt. Ja, nun habe ich erstmal genug vom Schlüsselfarm. Ich hoffe, es kommt bald wieder ein neues Event, wo wir wieder ein bisschen was Spannendes zu tun bekommen. Ja. Damit verabschiede ich mich vom Triaden-Event. Und bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye.